Ja, wir bei CyberShield sind ein umfassender Dienstleister im Bereich Industrial Cyber Security. Das heißt, wir analysieren den aktuellen Status und helfen Unternehmen, auf einen sicheren Punkt zu kommen durch Lösungen oder Beratung. Und an unserem Stand kann man sehen, was die Auswirkungen sind, wenn man eine nicht gesicherte Produktionsanlage hat und eine gesicherte. In einem Fall fällt die Anlage aus im Fall eines Angriffs, im anderen Fall besteht alles ganz normal weiter. Wir sehen, 2024 sind auch Hacker wieder sehr stark auf den Menschen fokussiert. Und wir bei SOSIF entsprechen genau diesem Trend, indem wir den Menschen sicher machen. Wir machen das über ein State-of-the-Art E-Learning mit einem Super-Phishing und einem sehr detaillierten Reporting, sodass wir die Kampagnen immer personalisieren und sehr schön auch nachstellen können. Es gibt wahnsinnig gute Online-Tools für die Menschen, die vor dem Bildschirm arbeiten, um sie vor den Gefahren von Social Engineering zu warnen und sie dafür zu schulen und sie dafür zu sensibilisieren. Die Erfahrung, die wir machen, ist, dass die Leute dann immer fragen, was heißt das eigentlich für mich konkret im Alltag? Und da setzen wir an. Wir gehen in die Unternehmen rein und passen das auf die konkreten Arbeitsplätze an und arbeiten face-to-face mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nicht als Konkurrenz zu den Online-Schulungen, sondern als notwendige Ergänzung. Greg Cortex hat sich dem Thema Network Detection and Response verschrieben. Das Besondere an der Lösung ist, dass wir auf einer Plattform IT und OT anbieten können. Und hier für den OT-Bereich unterstützen wir eine Vielzahl von Protokollen. Ja, Pelos ist ein Systemhaus im Bereich von Cyber Security. Wir kümmern uns um die Beratung, Implementierung und Betrieb von Lösungen im Bereich von Public Key Infrastrukturen und IAM, also Access Management Lösungen. Wir kümmern uns aber auch um Dinge wie den Cyber Resilience Act und der IEC 62443 für die industrielle Sicherheit, Cyber Security.